Hallo, ich grüße euch total und recht herzlich. Zum ersten Mal mache ich ein Ansagevideo. Ich bin ein Freibeuter, ein sozial denkender Mensch und ich helfe gern. So, dies ist eine Ansage an die Welt. Es gab eine Zeit vor Corona. Die Zeit vor Corona war geil. Hat richtig Spaß gemacht. Irgendwie waren die Menschen gut unterwegs. Sie waren gut drauf. Man hatte wirklich tatsächlich Spaß mit ihnen. Wirklich, das war alles okay. Jetzt kommt aber die Zeit nach Corona. Ja? So, man bewirtet die Leute. Ich nenne jetzt keine Namen, aber egal. Ich bewirte die Leute. Die Leute dürfen auch futtern, Muffin, egal. Sie werden bewirtet. Sie sind herzlich willkommen. Aber mir scheint, Corona verändert die Menschen. Es geht sowieso nur um haben. Hast du nicht mal? Oh ja, Bilder. So, ich habe welche, die sammeln Postkarten. Und sie sammeln die, um die verkaufen zu können. Ja? Ist halt, das sind jetzt Erbstücke. Es war einmal in Bayreuth. Die Festspiele von Bayreuth. So, die Festspiele von Bayreuth. Man hatte auch einen super Vater. Lang ist her. Und dieser Vater hat vor seinem Tode halt sowas gemacht. Hat die Bilder gesammelt. Na? Festspiele Bayreuth. Und wie ihr seht, verblassen so langsam die Erinnerungen. Es war eine wunderschöne Zeit. Und deswegen sage ich jetzt, deswegen steige ich auch so ein, es war einmal vor Corona und jetzt kommt die Zeit nach Corona. Und die Zeit nach Corona, das ist vor Corona noch, okay, jetzt kommt die Zeit nach Corona und dann wird das Ganze unschön. Also heute war der Tag sehr merkwürdig, auch eine Schauspielerin, ich habe vor 6 Jahren für diese Schauspielerin ein E-Casting gemacht, weil das ist nun mal mein Beruf. So, wenn die Schauspieler zu mir kommen und dann machen und erzählen, das ist der Einstieg für die Leute, die jetzt davon keine Ahnung haben. Also wenn die Stars und Sternchen kommen und brauchen ein E-Casting, das ist halt mein Beruf, mein Job, dann stelle ich alles zur Verfügung. Ich stelle das Studio zur Verfügung, ich stelle das Licht zur Verfügung, das Equipment zur Verfügung. Der Schauspieler braucht einfach nur agieren. Und der Schauspieler agiert natürlich so lange vor der Kamera, bis nachher alles sitzt. Und da dieser Künstler in einem Green Room ist, ist mehr nicht da. Es ist ein luftleerer Raum, auf Deutsch gesagt. Ein Künstler agiert in einem Green Room, Blue Room, in einem Nichts. So, und wir dann, meiner einer und die Gilde, vor allen Dingen die Gilde, da hinter der Kamera, das sind die Leute, die daraus was machen. Ja, ich muss das einfach mal klarstellen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, vor Corona hat alles unheimlich viel Spaß gemacht. Ja, da hat man gerne mal einen ausgegeben. Man hat gerne die Leute bewirtet, ja. Aber jetzt nach Corona haben sich die Menschen, glaube ich, verändert. Diese Schauspielerin auch, die hat mich vorhin angerufen, hör mal, da war doch was, weißt du noch, bla bla. Erstmal der Einstieg war schon krass. Ich habe mich natürlich gefreut, dass sie anrief, aber in was für einem Ton? Ich denke, was ist denn jetzt los? Vor 6 Jahren, vor Corona, war alles wirklich in Ordnung. Wir haben so viel Spaß gehabt, auch am Set und so. Jetzt nach Corona, 6 Jahre später, werden alte Geschichten ausgegraben, alte Sequenzen, die dann plötzlich gelöscht werden müssen. So, ich finde es super toll. Ich muss die Arbeit machen, ich sitze am Set, ich muss mir das Ganze ausdenken, ich muss dann alles fertig machen, damit so ein Sternchen da glänzt. Finde ich super. So.
Schauspieler glänzen. Ihr seht Schauspieler, aber ihr seht nicht die Damen und Herren, die das herstellen. Ihr seht nicht den Kameramann, ihr seht nicht die Tontechnik, ihr seht nicht der am Schneidetisch und ihr seht auch nicht, der die Tricks macht. So. Warum ich jetzt diesen Videoclip raushaue, ist klar, weil ich jetzt feststelle, wir hatten doch eine schöne Zeit vor Corona. Und jetzt haben wir eine Zeit nach Corona. Ja? Heute war so ein Fall, heute war so ein merkwürdiger Fall. Wie gesagt, ich hatte da so einen Jungproduzent da, der da Bilder brauchte für sein Equipment, für sein, der wollte eben so ein Nostalgiefilmchen machen. Habe ich auch nichts gegen, da war ja auch. Und da haben wir natürlich Setkarten rausgesucht, die man im Hintergrund einbauen könnte. Und ich fand das hochgradig interessant. So, und dann diesen Anruf der Schauspielerin, die da, also mir ist aufgefallen, nach diesem Auftritt, ja, sind die Schauspieler alle wirklich tatsächlich merkwürdig unterwegs. Sie haben sich verändert. Schauspieler vor Corona, die waren geil. Schauspieler nach Corona sind einfach nur scheiße. Ja, sie benehmen sich scheiße, sie agieren scheiße. Zum ersten Mal muss man im öffentlichen Fernsehen sagen, scheiße. Cool, wa? Ich kriege auch gerade wieder Bestätigung von anderen. Also, die Luft ist raus. Das Schöne ist raus. Ich habe auch gerade noch die Uraltproduktion mir angeschaut, wo ich auch selber versucht habe für Star Wars und so weiter. Spaß, vor allen Dingen viel Spaß, viel Energie, viel Detailtreue. Man hat vieles versucht, gemacht und dann nur auch Spaß, wohlgemerkt, Spaß. Also man hat nichts gemacht, also meine eine hat nichts gemacht, um Geld damit zu verdienen. Ja? Noch einmal, die Leute, die mich engagieren, damit die Geld verdienen, da seht ihr mich nicht. Ist logisch. Das ist meine Arbeit, mein Job. So. Ich kann mich natürlich wirklich tatsächlich bei Brainpool, Klaus-Jürgen Deuser, ich kann bei Filmpool, auch Stefan Raab und so weiter, ist aber verdammt lange her. Verdammt lange her, ja. So, wir haben eine Zeit vor Corona, die geil war, und jetzt haben wir eine Zeit nach Corona. Ihr, die damit überhaupt nichts zu tun haben, ihr versteht das ja sowieso nicht, ihr versteht das doch gar nicht. So, die Welt der Kunst, ja, die Welt der Kunst, ja. Von Kunst alleine kann man nicht leben, Punkt. Und deswegen sollte man auch noch was anderes, machen, damit man, wie gesagt, auch da sein Brot verdient. So, jetzt habe ich mal mein Statement rausgehauen für die, die ich anspreche. Ich fand das nicht sehr gut, ich fand das überhaupt nicht gut, nach 6 Jahren plötzlich da sowas von sich zu geben. Mir ist aufgefallen, dass die Kunst wirklich am Ende ist, dass die Kunst regelrecht brennt, dass die Kunst wirklich komisch wird. Freundliche Künstler, mit denen man wirklich zu tun hatte, werden jetzt zu Berserker, zu merkwürdige Wesen. Ja? Ihr seht, was da in dem Bereich abgeht. Piep, 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 piep. Das ist mein Job, ist okay. Ich reagiere ja auch und ich helfe ja auch, wo ich nur kann. Aber meine lieben Damen und Herren, meine lieben Schauspieler, meine lieben Akteure, meine lieben Theaterleute, meine lieben Ballettkünstler, ich werde weiterhin euch helfen, ja. Aber ich werde nie mehr, wirklich nie mehr für euch in die Bresche springen, um für euch auf irgendeine Art und Weise Werbung zu machen. Ich werde für keinen Künstler mehr ich Werbung machen. Ich bin hochgradig irritiert. Was doch so möchte gern Künstler, die gibt es nämlich auch, so möchte gern Künstler, die immer so einen Gegenstand durch die Gegend tragen, plötzlich, nur weil sie einmal kurz im eigenen Kino waren, im eigenen Set waren, noch nicht mal die Öffentlichkeit auf irgendeine Art angesprochen hat, die Öffentlichkeit kennt die überhaupt nicht, doch dann der Meinung sind mehr wert, können mehr, sind mehr, ja. Ich weiß ja nicht, wie die Ostfriesen so unterwegs sind, aber die sind halt so, ja. Ich meine, Otto ist auch sauer, er hat einen Film gemacht, Cat Weasel hat er nach, er weiß auch nicht, wann er auf den Markt kommt, ja. Henning Baum ist auch ein bisschen knatschig, weil er hat auch einen zweiten Teil gemacht von Lukas und er weiß auch nicht, wann der ins Kino kommt. Den anderen habe ich gar nicht, McCraig, den habe ich gar nicht gefragt, werde ich auch nicht tun, was abgeht mit James Bond. Tja, James Bond.
so eine tolle Geschichte. Ich bin James Bond Fan und gehöre zum James Bond Club und das macht tierisch viel Spaß. Aber jetzt hau ich mal dieses Video raus. Ich bin hochgradig irritiert, was Corona doch wirklich tatsächlich anrichtet. Vor Corona haben wir uns wirklich tatsächlich unter Wertenspaß, Punkt, fertig, aus. Jetzt ist ein Kriegszustand, ja, Missgunst, Anwälte, jetzt ist Hass überall. Wenn ihr das nicht merkt, was Corona wirklich tatsächlich ist, Corona ist ein Angriff auf die Menschen, ja, auf ihre Psyche, auf ihr Verhalten. Corona ist keine Grippe. Corona war im Jahr 2003 bei der Tagesschau. Ja, das ist eine Lungenerkrankung, ja, und hat mit Schnupfen überhaupt nichts zu tun. So, ich stelle hiermit fest, da wir von 22 bis 5 Uhr nicht raus dürfen, wächst dort eine leichte Aggressivität. Ich bekomme jetzt Schilder wie Hundemieten, sogar ein Wellensittich mieten, der kostet 1,99. Der Hund kostet 11,99, damit ihr sozusagen in der Sperrstunde rausgehen dürft. Also noch makaber geht es wohl nicht. Gina Wild wird mir dann geschickt, ihr wisst, wer Gina Wild war oder ist. Sie könne ja jetzt der Bundeskanzler werden. Wird mir so als Plakat geschickt. Ich blende es jetzt hier nicht ein. Aber dieses Statement hau ich raus. Dieses Statement habe ich auch. Da läuft jetzt. Da viele gefragt haben,